Und ganz kurz hier dein Auto Maybach, ne? Ja, der Aprilbach war schon ausverkauft. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, heute wieder mit guter Audioqualität. Ich weiß, ihr seid es nicht gewohnt, aber das ist die Qualität, mit der ihr zukünftig leben dürft. Danke, Mann. Wir werden heute eine weitere Reaction aufnehmen, liebe Freunde. Ich war gerade am Stöbern auf dem Kanal von Leon und ja, da ist mir sofort ein Video ins Auge gestochen. Ich meine, bei diesem Titel, wie viel ist dein Outfit wert? 329.436 Euro Outfit. Da ist anscheinend auch der letzte Hosenknopf dazu gerechnet worden. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Kollege der Boss am Thumbnail. Da müssen wir natürlich gemeinsam reinschauen, das werden wir gleich machen. Aber Freunde, zuerst ein kurzes Statement von mir zur aktuellen Lage. Es ist keine einfache Situation, es wird vermutlich nicht ganz leicht zu Hause zu bleiben. Aber ich habe mich dazu auserkoren, diese Zeit für euch leichter zu machen. Ich habe mir hier ein Streaming-Setup im Wert von mehreren tausend Euro gekauft mit Monitoren, Bildschirmen und allem, was da dazugehört. Ich bin ab Dienstag, einen Tag nach meinem Geburtstag, mit kommender Woche, jeden Tag ab 15 Uhr live. Nice, Digga. Ich gehe live, ich werde streamen. Wir werden gemeinsam uns Videos ansehen. Ihr könnt mir im Chat mitagieren, könnt mir ansagen, was für Videos wir uns ansehen sollen. Wir werden aber viele weitere Dinge machen. Ich möchte euch die Zeit vertreiben und ich denke mir einfach, wir machen das Beste draus. Bin mir sicher, es wird eine coole Zeit. Ich freue mich irrsinnig darauf. Ich hoffe, auch ihr seid mit am Start. Möchtest du eine glückliche, erfüllte Partnerschaft? Tolle Freundschaften und Bekanntschaften. Gemeinsam packen wir das, gemeinsam ziehen wir an einem Strang und wie gesagt, machen wir einfach das Beste drauf. Was meine Modemarke angeht, MEM, aktuell kann ich nicht sagen, ob sich die Marke verzögern wird. Portugal hat keine Restriktionen, von dem her habe ich noch keine News bekommen, ob es da irgendwie zu Lieferschwierigkeiten kommt. Weiterhin wird Ende April als finaler Zeitpunkt für den Release anvisiert. Britain Brawl wird die Kollektion heißen. Es gibt natürlich weiter hier Reactions, vermutlich auch mehr, weil vieles aus dem Streaming-Highlights hier abgeladen werden und auch auf meinem Zweitkanal Maximilian, erster Link in der Infobox. Damit hoffe ich, ihr seid alle am Start. Ich werde noch genau bekannt geben, ob es Twitch oder YouTube sein wird. Diese zwei Plattformen stehen zur Auswahl. Ich hoffe, ihr seid alle tatkräftig dabei. Ab 15 Uhr bin ich jeden Tag für euch da und gemeinsam werden wir das Ganze schon rocken. Ich freue mich sehr darauf. Aber Freunde, lang genug gequatscht. Wir schauen direkt in die Reaktion rein. Ich bin sehr gespannt, was Kollege der Boss da anhat. Aha, ja, ich bin natürlich auch intelligent, ohne Kopfhörer werde ich nichts hören. Leon, let's go! Ja, wir dachten, wir checken heute mal sein Outfit ab. Ich bin gespannt, was wir da so haben, welchen Special Guest wir noch so im Video haben werden. Und dann würde ich sagen... Also weißt du eh jetzt schon ganz genau. Leute, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So Leute, bevor wir mit dem Video weitermachen... Wenn ihr das bei meinem Video jetzt gerade genauso gemacht habt, bin ich brennhaft. Okay, schau, der erste gleich mal mit der Chick im Mund auf Rin angelehnt mit dem Gucci-Hoodie. So Leute, wir haben heute einen Special Guest am Start und zwar Juri. Ja, Mann. Der ein bisschen strange aussieht. Da hat seine Jogginghose und eine Jacke im Moncler-Style. Don't know. Ist das eine Rolli? Ja, schaut nach einer Rolli aus mit dem Jubiläarmband. Was für eine kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Alles klar? Ja, was geht ab bei dir, Digga? Ach, gar nichts, Alter. Video gedreht. Hab die Jungs heute hier eingeladen und ich feiere eure Videos auf jeden Fall. Deswegen habe ich gesagt, kommt vorbei. Dankeschön. Und jetzt machen wir so ein Video. Ich weiß. Okay, sollte man anscheinend kennen. Keinen Plan, wer der Boy ist. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich lasse mich überraschen, Bruder. Und das? Na, weiß man natürlich nie bei einem, wie viel ist dein Outfit, wer Video, was da auf einen zukommen mag. Wie viel ist dein Outfit wert? Bruder, ich bin der Falsche für eine Challenge. Video heute, warst du zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Lief alles nach Plan? Ja, super, außer es ist immer kalt in Deutschland, ne? Deswegen, das ist scheiße. Ja, das ist das einzige Problem hier. Ja. Okay, ich muss sagen, du hast auch ein cooles Outfit an. Danke, Bruder. Danke, Bruder. nett, wie sich die hier Komplimente machen. Zwei richtige Gentlemen. Oder wie Leon vermutlich sagen würde, Gentlemans. Dass man auch mal ein bisschen Lob selber kriegt, ne? Ja, ist auch mal schön zu hören. Okay, lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was haben wir denn? Okay, Basketballschuhe. Ja, der Kenner hat sofort erkannt. Ja, Nike natürlich. Da, Digga. Jordan 11er, Concords. Concords? Ja. Was hast du für die bezahlt? Boah, ich weiß gar nicht, so um die 200. 200 Euro? Ja, Reseller waren das auf jeden Fall. Im Resell? Wo kaufst du einen Resell? Okay, den Schuh noch nie gesehen. Scheinbar dürfte er auch einen Resell-Markt haben. Don't know. Klärt's mich in den Kommentaren sehr gerne auf. Stock X meistens, ja. Stock X. Ja, das ist ja auch so auf jeden Fall vertrauenswürdig und sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, easy going. Was haben wir noch? Hose? Nike Jogginghose, oder? Sweatpants. Hose ist von... Ah, okay. Ah, ja. Ist nicht meine Marke, konnte ich nicht erkennen. Stone Island.
Stoney Mahoney. Stoney Mahoney, ja. Was zahlt man dafür? Boah, weiß ich gar nicht genau. Das musst du doch wissen. Ich 200? Ich weiß doch immer, du kennst ja, die ganzen Preise. Normal. Stone Island Hose, was? 250 Euro ungefähr, denke ja, ich mal. Ja, kommt hin, ja. Okay, und dazu, das ist so eine Cargo Jogginghose. Für den Gucci Hoodie, ich sage jetzt mal, dass der echt ist. Keine Ahnung, irgendwas kommt mir da suspekt vor. Don't know, vielleicht ist das ein. Vielleicht kenne ich mich nicht aus. Aber ich weiß nicht, diese Bänder schon irgendwie, aber wird vermutlich schon stimmen. Aber der kostet original 900. So, oder? Ja, genau so. Ah, okay, das heißt kein Gürtel? Nee. Okay. Er fragt, ob er zur Jogginghose einen Gürtel trägt. Ja, Bruder, immer. Dann Pullover. Pullover ist von, ja. Gut. Ah, von welcher Marke kann dieser Hoodie sein? Man kann es schwer erkennen. Gucci, ja. Sieht man. Direkt beim Gucci Store gekauft, oder? Mhm. Genau. Okay, nice. Der kostet 800 oder ist das bezahlt? Ja, so 890. 890. Ja. Okay, kurze Frage nochmal. Ja, war ich mit 900 nicht schlecht. Zu deinem Outfit. Ist das jetzt auch das Outfit, was du im Videodreh anhattest? Genau. Das hatte ich jetzt heute im Video an. Okay. Genau. Ist das bei dem Videodreh so, dass man auch die Outfits immer wechseln muss oder? Ja, also je nachdem, wie du Bock drauf hast, ne? Also, aber eigentlich schon immer wechseln und immer aufwendig, ist immer am coolsten, ja. Ja, ja. Ja, und immer so, wie man Bock hat, ne? Ich zieh halt einfach kaputt. Okay, ist der Rapper vermutlich. Vermutlich peinlich, dass ich den nicht kenne, aber vom Gesicht her sagt man gar nichts. Gut zu haben, weil ich einfach Bock hab, ne? Normal. Mega. Okay, was haben wir noch? Deine Jacke? Ja. Was ist das für eine Marke? Ist eine Moncler. Zeig mal, Moncler-Jacke. Ja. Die hat hier drin auch so einen Comic immer, ne? Ja, genau. Zeig mal. Ob die echt ist, wollte ich sagen. Ja, auf den so. Ist auf jeden Fall echt. Aber wollte mich pranken, ne? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja, wird der Hoodie fix echt sein. Wie gesagt, die Bänder haben einfach komisch ausgeschaut. Was hast du für die bezahlt? Boah, weiß ich auch tatsächlich gar nicht mehr. Ja, auch. Ein Taui wird dir schon kosten. Weißt du, musst du ungefähr schätzen, so. Ich glaube, Moncler-Jacke, Tausender. Ja. Hält die gut warm im Winter, oder? Ja, ist ein bisschen kurz, so Bomberjackenmäßig, aber hält warm, ja. Hält gut warm, ne? Ja. Okay, dann, was haben wir noch? Deine Uhr? Ja, hier. Oh, Day-Date. Sag mal ein bisschen, zoom mal ein bisschen ran. Eine Rolex Datejust B-Color. Peinlich. Ja, B-Color. Die Datejust momentan gar nicht mehr zu kriegen. Ja, das stimmt, genau. Ich habe letztens auch nach einer gesucht, die sind ja überall ausverkauft. Ja, deswegen, ich habe meine in Holland gekauft, weil die hier ausverkauft ist und aber ein Jahr Wartezeit, wenn man nicht nach Holland. Aber finde ich sehr schön. Ich bin kein Fan von Silber mit Gold mischen, aber die fand ich wirklich sehr schön. Bis auf das Gold an den Zifferplatz. Das war ein Silber, glaube ich, noch um eine Spur nicer. Sondern habe die bei Rolex in Holland gekauft. Was hast du dafür bezahlt? 15, ja. 15? Mhm. Okay, und wo du in Holland warst, hast du da noch ein bisschen was gekauft, oder? Nee, gar nichts. Nichts mehr. Ja. Nichts mehr. Okay, easy. Einfach noch Pizza gegessen. Okay. Ja, sonst auf jeden Fall so gechillt. Okay, Leute, Gesamt-Outfit-Preis. Ja, Wahnsinn. Also die Uhr macht's halt wieder aus, aber das restliche Outfit natürlich alles Marke. Die Schuhe kannte ich, diese Air Jordan Concord kannte ich persönlich nicht. Aber ja, so Gesamteindruck, ein chilliges Outfit. Also ich würde das jetzt nicht in einem Rap-Video tragen, weil es halt mehr um Flex geht, als um, dass das ganze Outfit einfach nice ausschaut. Wer nice Outfits sehen möchte, kann gerne auf Max Ogilvy vorbeischauen, auf meinem Instagram-Account. No plug. Aber im Großen und Ganzen chilliges Outfit. Sag mal, chillig ist das beste Wort dafür. Ich jetzt hier mal ein. Muss sagen, cooles Outfit, Digga. Dankeschön, Bruder. Und ein stabiler Preis. Dankeschön. Okay. Ja, das ist so der Toni. No, da ist er her. Da kommt er schon, der Boss. Frag du mal den Toni, was das Kollege. Outfit ist hier. Komm. Get broke. Ja, ich dachte, du warst fertig. Nein, okay, im Herrenstyle angelehnt. Da sieht man es an dem Mantel. Dazu noch ein weißer Pullover. Geht schon fast in die Richtung Rollkragen. Drunter noch ein schwarzes Shirt mit einer silbernen Kette. Und ja, weiße Hosen gehen halt, würde ich halt persönlich nicht anziehen. Und vermutlich dann auch noch Anzugsschuhe. Ich nehme an, dass er Anzugsschuhe trägt und keine Sneaker. Ja, können wir nochmal, da habe ich mich getäuscht. Können wir nochmal kurz sind, glaube ich, Giuseppe Zanottis, die anhat, oder? Ganz kurz noch einmal, dein Outfit hier, Kollege. Oh, AMG steht bereit. Ja, was trägt denn der Boss? Angeberformat da immer, da, wie teuer und das alles. Ja, der Boss trägt ja Mantel nicht immer, ne? Ah ja, das ist ein Mantel halt. Was für Mantel ist das? Das weiß ich doch nicht, was das für ein Mantel ist. Okay, so low-key auf ich flexe nicht und ich wollte eigentlich nur vorbeigehen, hör mal auf mit diesem Ding. Also er hat sich sicher freiwillig gemeldet, mit Leon ein Video zu drehen und wollte das jetzt aber nicht so, ja, seiner Meinung nach cringe-mäßig machen, was aber genau in die andere Richtung geht, weil so ist es schon leicht cringig. Das weiß ich doch nicht, was das für ein Mantel ist. Leon, das ist eine gute Frage, ne? Keine Ahnung, das kaufen ja Leute für mich. Aha. Was bezahlt er? Was guckt er nicht auf Preisschilder? Da gibt es einen Stack für den
für den Runner und dann, ja, dann rennt er los, dann bringt er mir was mit. So, achso, ja, okay, ganz kurz nochmal hier die Kette. Die glitzert ja so richtig schön. Ja, die glitzert. Was kostet die? Guck mal, schnell durchlauf jetzt. Ja, okay, mach mal. Schätzt ihr das da? Ich habe nur kurz Zeit. Machen wir halt schnell. Okay, ich lasse mich auf dein niederes Format herab. Okay, mach mal. Schätzt ihr das da? Hier, hast du Ahnung. Was ist das für ein Schuh? Ein Zanotti. Zanotti, so. Giuseppe Zanotti. Hier, Hose. Erkennst du Abschnitt? Ja. Ja, schaut nach Levi's aus, aber ist vermutlich irgendeine teure Marke. Erkennst du Abschnitt? Ja. Das ist True Religion. Hast du aber jetzt gut erkannt. Ja, okay. Hier, das ist eine Uhr. Zeig mal. Die Yachtmaster. Die Kamera, das ist eine Rolex Yachtmaster. Was kostet die? Das kostet ein... Kostet die schon... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Kostet die schon 40? Ein paar Kröten wie ein Franzose. Wie viel genau, weiß ich doch weißt selber nicht. Nee. So, du guckst ja nicht auf die Preisschilder, habe ich ganz vergessen. Ne? Das kostet nochmal die Brille. Ja, die Brille, das... Was wird das für eine Brille sein? Keine Ahnung. Dolce & Gabbana Sneaker. Den würde ich mir sogar selber kaufen. Weiß ich jetzt auch, ist glaube ich eine Tom Ford. Tom Ford? Ja. Und hier Pullover, in weiß auch nochmal passend zur Hose. Ja, das ist auch ein weißer Pullover, das ist auch ganz schön. Hier, Stone da Island. Auch hier, das ist irgendwas draufgestickt. Stone Island, weißt du selber. Was draufgestickt? Ah, wirklich, komm, mach's doch einfach normal. Es ist selber besser als ich. Machst du das Patch ab beim Waschen? Was für ein Ding? Patch. Stone Island Patch, machst du es ab beim Waschen? Eigentlich mache ich das nach dem Kaufen direkt ab. Ach so. Understatement ist ja der Wahre. Ja, Der Wahre. Ja, ja, deswegen auf extra Understatement in diesem Video. Ja, Der wahre Weltmann, ne? Der Mann von Welt, der lebt von Understatement normalerweise. Nicht da großartig. Wir sind ja wandelnde Litfaßsäulen heutzutage geworden. Und ihr supportet den Scheiß auch noch, die Kinder. Ah, und du nicht. Du natürlich. Gehen mit 10 Jahren zum Vater und sagt der kleine Moritz, Papa, wann kriege ich denn meine Roli? So, es ist... Aber sein Bart ist sehr fresh, muss man sagen. Also dem stehe ich ihm einiges noch hinten nach. Fürchterlich. Die Leute laufen ja rum wie Werbeschilder. Da steht hier vorne dick was drauf und die laufen auch rum wie Werbeschilder für die Firmen. Das ist ja total hirnrissig eigentlich, ne? Ja, das finde ich natürlich immer kacke, wenn irgendwo die Marke draufsteht. Das ist natürlich besonders schlecht. Ich sitze heute schon den ganzen Tag auf der Couch, ich muss mir mal kurz strecken. Marketing. Ja, der Mantel, was hat der gekostet? Ja, das. Keine Ahnung, was ist das überhaupt für eine Marke? Ja, der war in der Boutique in Düsseldorf im Angebot. So. Angebot. Ja, das waren. Ich habe mir gedacht, der schickt Leute einkaufen. 3.000 Euro. Den habe ich. Würde ich nie ausgeben. Tatsächlich auch selber gekauft, darf es keinem verraten. Okay. Aber den habe ich im Schaufenster gesehen und der lag so bei 3.000, 4.000, war aber runtergesetzt von 6.000. Da habe ich gedacht, komm, nimmst den Schnapper mit, das lässt du nicht nehmen. Boss, lässt der Boss dich nicht lumpen. Ja. So, Jungs, macht's gut. Immer weiter so und immer schön dem Konsum frönen. Und ganz kurz hier dein Auto, Maybach, ne? Ah, das Auto gehört aber bitte nicht zum Outfit. Ich meine, es wird das Auto sein, was jetzt den Preis ausmacht. Ja, der Aprilbach war schon ausverkauft. Ja, was zahlt man für... Fuck! Und jemand sagt, meine Jokes sind schlecht. So Maybach? Da zahlst du, ja gut und gerne ein kleines Vermögen, möchte man sagen. Das war, glaube ich, 300. Jetzt bin ich gespannt. Doch was, ist halt Vollausstattung. Vollausstattung, ne? Ja, okay. 300, ein paar zerquetschte. Ne? Schöner Wagen auf so um den Dreh, so Pi mal Daumen rum, bist du bei einer halben Mio. Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir auf 329.436 kommen. Wie der Boss sich hier durch die Straßen bewegt. So wie mit Mantarochen durchs Ghetto gleitet. So, Jungs, okay, macht's Leute, Preise blende ich einmal hier ein, ausgerechnet. Der Boss haut wieder rein. Okay, also die Uhr lange nicht bei 30 oder 40k, habe ich glaube ich so gesagt, peinlich für mich. Aber ja, stabiles Auto, würde ich sagen. So Leute, da Kollege ja nicht genau wusste, wo er die Sachen her hat, beziehungsweise was er dafür bezahlt hat, habe ich mir die Mühe gemacht und sein Outfit einmal auf Lion Story verlinkt. Und Ehrenmann Leon, danke vielmals, was wären wir ohne dich? Und ja, wir gehen jetzt einmal rüber, dass die Startseite von Lion Story... Hat er gerade Lion gesagt? Ja, wir gehen jetzt einmal rüber, dass die Startseite von Lion Story... Er heißt ja doch Lion. Ich habe immer Lion gesagt und ihr habt mich alle ausgebessert, dass das Leon heißt. Jetzt sagt er selber Lion. Ihr seid jetzt Sneakies. Ich habe schon recht gehabt. Wir klicken jetzt hier oben einmal auf VIP rauf. Dort kommen wir dann auf eine Seite und zwar der... Was ist Lion Story? VIP Promi Edition. Wie viel ist ein Outfit wert?
Dort habe ich alle Outfits verlinkt von Promis, die... Nein, er hat eine Seite gemacht, wo du die einzelnen Outfits verlinkst, sodass du die nachkaufen kannst. Na, ein richtiger Geschäftsmann, dieser Lion. In meinen Videos mitgemacht haben, wie zum Beispiel ein Prinz Markus, Katja Krasavice, ein Fußballer wie Douglas Santos, Kai Pflaume habe ich auch da. Also alle Promis, die in meinen Videos waren, deren Outfits sind... Bevor wir da weitermachen, muss ich mal ganz kurz mal ansehen, was dieses Style-Geheimnis ist. Lion Story werden wir uns gleich mal anschauen. Ja, Style-Geheimnis. Alle Outfits von Lion. Also wer die Outfits... Lion ist ja besonders bekannt für seine extravaganten, ausgeklügelt zusammengestellten Outfits, die im Trip keinem Rapper gleichen. Also wer sich die Outfits von Lion nachkaufen möchte, hat hier jetzt die Möglichkeit, ihm sogar seine Fitness-Outfits nachzukaufen. Also wer dieses sexy Tanktop nachkaufen möchte, bitte einfach auf Lion Story gehen und dazu auch vielleicht noch die Adidas Turbula aus dem Jahr 2017, die auch meine Oma hat. Die habe ich hier tatsächlich gekauft, wer es nicht glaubt. Also Lion Story auf jeden Fall ein Geheimtipp für Kenner, liebe Freunde. Bevor der Akku aus ist, das war's von dieser Reaction. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, seid ab Dienstag 15 Uhr dabei bei meinen Reactions auf dem Hauptkanal. Da verlinke ich jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Der Aprilbach war schon ausverkauft. Upsi! Lion Story. Pack mein Leben nicht.